geht. Ubisoft. Willkommen. Ich möchte keine Vorteile, danke, Assassin's Creed, Ubisoft. Mich nervt sowas, ohne Witz. Ich hab bei vielen Spielen jetzt schon irgendwelche Codes für Pre-Order-Blödsinn oder was weiß ich, was für Bonus bekommen. Ich löse das nicht mehr ein. Ich will das nicht. Sowas sollte es nicht geben und deswegen will ich das auch überhaupt nicht nutzen. Ich wehre mich da dagegen. Ich möchte keine Pre-Order-Bonus, Zusatzinhalte oder ähnliche Sachen. Kann mir alles bitte gestohlen bleiben. Was? Hast du schon... Ich muss kurz mal der Merlin helfen, weil die kriegt gerade... Bei der funktioniert es gerade nicht. Hast du schon alle HDMI-Kanäle durchprobiert? Bam, bam, bam. Auch den ersten. Ich bin gleich wieder da. So, ich habe beim Umbauen gerade einfach nur vergessen, das HDMI-Kabel von der Xbox an unserem Fernseher zu stecken. So. Irgendwie ist, glaube ich, hier mein Popschutz ein bisschen kaputt. Der hält nicht mehr, der sinkt. Guck, der sollte so stehen bleiben, aber er macht... Das ist ein bisschen doof. Ich muss das kurz anders, glaube ich... machen. Okay. Nee. Okay. Ich glaube, so ist es gut. Na gut, Assassin's Creed Valhalla. Ich habe echt schon lange kein Assassin's Creed mehr richtig gespielt. Also gespielt. Ich habe den ersten Teil mit viel Begeisterung gespielt und fand den zweiten Teil dann ehrlich gesagt schon nicht mehr so cool, weil der war halt das gleiche wie der erste. Und ja, in vielerlei Hinsicht improved, das stimmt, aber trotzdem war es mir da schon ein bisschen zu langweilig. Und der zweite und der dritte zweite waren dann zu viel für mich, da bin ich ausgestiegen. Die Schiffskämpfe im dritten und im Black Flag fand ich dann wieder sehr genial. Gerade den dritten habe ich wieder sehr lange gespielt und seitdem habe ich eigentlich in die Assassin's Creed-Reihe immer nur so ein bisschen reingeschnuppert. Und war durchaus immer wieder unterhalten, aber ja, genau. Insofern bin ich jetzt gespannt, weil sich ja die Assassin's Creed-Reihe seit Origins, dass ich wieder noch ein bisschen länger gespielt habe, doch sehr stark verändert hat. Ein ganz neue Gameplay-Elemente im Grunde integriert hat in seine Reihe. Da schauen wir jetzt mal. Mein Gott, was muss ich alles einstellen? Gesprochene Sprache mache ich mal auf Deutsch, ne? Oh nein, muss erst downgeloadet werden. Machen wir jetzt trotzdem schnell. Dauert hoffentlich nicht so lange. Du musst nur, mach nur den Ton vom Fernseher weg. Über die Kopfhörer ist er trotzdem. Ja, warten wir schnell. Damit es auch alle verstehen. Wenn wir das jetzt schon viele Stunden lang voraussichtlich spielen werden, dann ist es gut, wenn alle das verstehen können. Hallöchen, Retro-Gamer. Zu glatt poliert der zweite. Ich weiß gar nicht. Ich fand zum Beispiel diese Mechanik, dass man Gegner entwaffnen kann und dass man deren Waffen nehmen kann und sowas, das fand ich sehr cool. Gerade am Kampfsystem haben die da viel schon besser gemacht als im ersten. Aber irgendwie hat mich schon der zweite nicht mehr so abholen können. Der erste hat mich einfach fasziniert und der zweite, wenn auch in vielerlei Hinsicht faktisch ein Improvement, war einfach dann doch nicht mehr, hat mich nicht mehr so fasziniert. Genau, aber die Schiffskämpfe,
die haben mich dann doch wieder sehr abgeholt. Aber so diese ganzen zweiten Teile hätte man von mir aus weglassen können. Also die gehören nicht zu meinen Lieblingsteilen. Benutzeroberfleck, He und Ton. SS ins Greed. Halala. Und jetzt schon wieder. Ich hab mal in Ruhe jetzt. Was ist denn jetzt wirklich schon wieder? Da waren wir doch gerade schon. Kann ich jetzt einfach mal bitte ein Spiel anfangen? Ich hasse sowas immer. Ich hätte gern die guten alten Zeiten, wo man ein Spiel in seine Konsole gelegt hat. Man hat angeschaltet die Konsole und dann war man auch schon im Spiel und konnte sofort loslegen. Schön war die Zeit. So, Abenteuer. Es gibt mehr Symbole, die dich zur Belohnung führen, gelegen haben. Entdecker ist Standard. Na, dann nehmen wir Standard. Schwierigkeitsgrad nehmen wir auch Standard. Und Schwierigkeitsgrad Schleichen, Standard. Ich meine, ich finde es ja auch gut, wenn einem moderne Spiele erlauben, ganz viel zu kalibrieren. Das ist ja super, gerade auch, wenn es um Zugänglichkeit geht und so. Barrierefreiheit. Aber ich will es nicht müssen. Ich will es nur können. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand. Und es gab kein Meer. Keine Erde und keinen Himmel. Kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im Weiten. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet, doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. Okay. Eivor, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Haben wir Sound eigentlich? Passt die Lautstärke? So, wo ist der Tanzknopf? Weltkarte nicht verfügbar. Das ist nicht der Tanzknopf. Schade. Fotomodus. Es gibt scheinbar nicht mal irgendwas, das ich exploiten kann. So von wegen immer wieder die Sprinttaste drücken oder so. Naja. Dann lassen wir uns von dem Kerl wegkicken. Au. Au. Aber bist du ja, kleine Dringer. Geh. Ja, hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Eva. Hast du den Reif? Zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dyrbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Eivor. Okay. Ich muss mir das merken. König Edeltraud.
Mögen unsere Völker verliebt sein bis in alle Ewigkeit und Ende. Oder so. Und dann gebe ich ihm eine Ohrfeige. Tanzen! Na, endlich! Die hat die Moves drauf. Ich habe das Gefühl, früher war Tanzen echt leicht. Das waren einfachere Zeiten, ne? Tanz den Halala! Heb die Arme in die Luft und zieh sie wieder an die Hüften. Tu so, als ob du was kicken würdest und dann dreh dich im Kreis. Das ist der Halala. So. Wohin jetzt? Gehen wir zu König Edeltraut. Und geben ihm eine Knackwatsche. Der Bulli. Du hast nichts zu trinken. Er klappt mir mein Pausengeld. Ich bringe dir was. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her. Ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Oh, oh. Aber dann bekommst du kein Met. Ich trau dem nicht. Ich mag Sigurd nicht. Moment, wer ist Sigurd? Schon der, oder? Ich hab Angst, geben wir ihm endlich dieses blöde Ding, das wird uns geklaut. Ich weiß es genau. Wenn du mit dem König sprichst, halte ihn ins Licht, damit er die feinen Details sieht. Den König? Siehst du? Ich hab seinen Namen in Runen eingraviert. Zeigst du es ihm? Du bist genau wie dein Vater, kleine Kriegerin. Skoll, auf dich! Skoll! Siehst du? Sie stimmt zu! Also gut, wir sagen dem König Siegfried, dass wir in sein Volk verliebt sind und halten ihn dann ins Feuer, damit er seinen Namen sehen kann. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah ja, gut. Ist das Aloy? Sieht schon ein bisschen so aus. Ein Crossover. Hast du den Reif? Gut. Den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf dem Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Hahaha, der ist wahrscheinlich tot. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Ich glaube, er hat sich ernsthaft verletzt. Sag ich doch. Haha. So, Della. Auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odin Speed und Stärke bringt. Helmut und Ehre gilt. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria. Nach Valhall wird der Held gebracht. Das Horn für die große Nacht. Thank you.
Oh oh. Die Partypooper kommen. Haben die in ihrem Dorf irgendwie sowas wie Wachen oder Leute, die Alarm schlagen oder irgendwie Kundschafter? Oder warum stehen die quasi mitten unter der Party plötzlich vor der Tür? Die bösen Unholde. Schwerter sind nicht so schwer. Ich habe mal ein mittelalterliches Schwert gehoben. Aber ich weiß nicht, das war kein Wikinger-Schwert, aber trotzdem. Also geht's um Rache. Nicht der originellste Plot-Hintergrund, aber funktioniert halt immer wieder gut. Also, was soll's. Nein, nicht das Pferd. Ich hasse das Spiel. Scheißspiel. Erst ist da ein kleines Babyschweinchen gebraten auf diesem Tisch und jetzt das. Ich hoffe wenigstens, der Wolf darf jetzt das Kind essen. Dass wenigstens einer satt ist. Nom, 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 nom. Wenigstens für einen ein Happy End. Umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option.
Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Was in der DNA sind verschiedene Realitäten gespeichert. Interessant. Ich meine, jetzt mal rein logisch betrachtet, kann das Kind überhaupt nicht als Kind gestorben sein, weil woher hätte ich sonst die Gene mit diesen Erinnerungen, so aus Assassin's Creed Logik. Aber gut, lassen wir den Animus entscheiden. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme sind. Genau, eben, weil das wahrscheinlich dann Canon ist, weil das wahrscheinlich die offizielle Standard Version ist. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Der sieht aus wie Immortal Joe. Oder wie der heißt. Nur ohne Atemmaske. Ivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha. Genau, der aus Mad Max, dem neuen. Ich möchte immer Immortal, aber der heißt, glaube ich, nicht Immortal. Der heißt irgendwie anders, aber so ähnlich wie Immortal. Ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Joe halt. Der Atemmasken-Joe. Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Immortan. Ah, Immorten-Joe. Ah ja, okay. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Die Assassin-Gene sind stark in ihr. Na, zum Glück ist der mit dem Schlüssel nicht der gewesen, der in den Käfig unter Wasser jetzt verdurstet, wollte ich schon sagen. Das Gegenteil. Er durstet quasi. Okay, los geht's. Ich habe einen Controller. Wir sind in Halbör. Wir sind verwundet. 872. Ich muss zu Ihnen. Können wir uns hier schon ein bisschen umschauen eigentlich, theoretisch? Zerbrechen. Den Kisten haben wir es gezeigt. Mannschaft. Das macht mich gleich ein bisschen traurig, dass sie von ihrer Mannschaft redet. Weil das weckt gleich Erinnerungen an Assassin's Creed 3 und Black Flag. Aber in Wirklichkeit rudert man halt die ganze Zeit anscheinend nur relativ, ne, nicht so spannend durch die Gegend in dem Teil. Schade, schade. Aber natürlich, was will man im Wikingerzeitalter auch groß mit Kanonen und, ne, großen Segelschiffen hier? Ist ja Quatsch. Kann man nicht erwarten. Ich meine ja nur, trotzdem. Schade, dass es sowas nicht gibt. Okay, machen wir mal die Hauptstory. Retten wir unsere Crew. Das ist sonst so anti-cineastisch. Oder so. Ich weiß leider nicht, wo wir lang müssen. Crew, haltet durch! Hier. Muss den Weg finden. Den Retter naht, Crew. Kann ich die pflücken? Ja.
muss nur noch schnell ein bisschen Mohnblumen pflücken für meine Mahlzeit. Da lädt sich irgendwas auf, so ein Herzchen. Ist das dann... Naja, egal. Das wird uns das Tutorial schon noch alles ganz furchtbar erklären. Ganz furchtbar ausführlich bestimmt. Was war denn das gerade? Ist der Vogel, ist der gerade irgendwie... Soll ich da lang gehen? Kletter! Gut. Ich war mir nicht sicher, ob ich da wirklich klettern kann, aber die weißen Ränder waren ein Indiz, ne? Gehen wir erstmal zu diesem Aussichtspunkt, nehme ich an. Ein Hirsch. Soll ich den Hirsch jetzt töten? Warum denn? Ich mag das Spiel nicht. Nee, warte mal, muss ich gar nicht. Ich will nicht jagen. Der Hirsch hat niemandem was getan. Der einzige Hirsch, den ich heute töten werde, ist der Anführer von den feindlichen Wikinger-Fraktionen da. Ach so, jetzt habe ich genug Nahrungsmittel. Mein Nahrungsvorrat ist voll. Wenn ich jetzt nach rechts lenke, kann ich mich quasi instant heilen. Ich verstehe. So, was jetzt? Hier können wir... Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich nicht klettern. Ha! Von wegen. Ich spiele auf der PS5. Ich habe mich im Prolog Stunden aufhalten können. Na gut, okay. Also, das passiert mir in jedem Assassin's Creed immer ständig. Wenn ich diesen Assassinen ins Heusprung machen will, springe ich so oft von irgendwelchen Kirchtürmen und bin tot. Was sollte ich sagen? Ach so, ich habe in einem Podcast zu dem Spiel, ich habe mich nicht viel gespoilt, aber ich habe mitbekommen, da wurde empfohlen, man soll dieses Anfangsgebiet ruhig relativ zügig hinter sich bringen und warten, bis man in die eigentliche Spielwelt kommt, weil die ist dann viel interessanter. Und so werde ich es, glaube ich, auch machen. Man kann ja dann auch jederzeit zurück in die Startwelt, aber das soll man sich am Anfang nicht zu lange aufhalten. Und jetzt springen wir ins Wasser. Und so wie ich mich kenne, bin ich gleich tot. Nein! Geschafft. Und jetzt erfrieren wir halt höchstwahrscheinlich ziemlich schnell. Tut mir leid, Protagonistin. Das war's dann wohl. Das ist bestimmt so ein kleiner Animus-Glitch gewesen, dass wir da ins eiskalte Wasser springen. Das ist in Wirklichkeit wahrscheinlich nicht passiert. Wie wir wissen, weicht der Animus gern mal ein bisschen von der Realität ab. Odins Sicht, okay. Hier darf mich niemand sehen. Ducken, okay. Jetzt Death Kill. Geht das gar nicht? Naja. Oh. Und jetzt trage ich ihn ins Gebüsch. Damit ihn keiner findet. Dieser riesige Blutfleck da mitten im Schnee, der wird nicht weiter auffallen. Können wir nicht ein bisschen Schnee drüber schütten? Nee, schade. Naja, Sperrgebiet. Kann ich mir Pfeile nehmen? Anscheinend. Kann ich mit Odins Zauberauge auch sehen, was ich looten kann? Nee, scheinbar nicht, schade. Odins Zauberauge ist kein Lootauge. Wir nehmen den anderen Controller, der ist vorne in der Schublade. Den müssen wir wahrscheinlich neu justieren. Controller-Ausfall bei Merlin. Das hatte ich nämlich gestern bei dem Controller auch schon. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ja, müssen wir mal schauen. So, 500 Meter in die Richtung. Kann man kochen in dem Spiel? Zumindest hier jetzt nicht. Na gut.
Protagonistin erfriert, Abspann, Spiel durch. Ja, genau, ne? Mit dem Raben. Ah, ja. Sei meine Augen. Hui. Kann ich da auch Markierungen machen? Reichtum, Rätsel, Artefakte. Ach ja, das ist nett, ne? Das ist wirklich nett. Die Merlin hat gerade mit der Xbox Probleme. Controller spinnen. Beide? Hm, dann liegt es wahrscheinlich an der Series. Ich muss mal kurz gucken. Ich bin sofort wieder da. Ganz kurz Pause.
So, wieder da. Weiter geht's. Irgendwie haben wir leider gestern schon zum ersten Mal ist plötzlich mein Xbox-Controller ausgefallen. Was doof ist. Und jetzt gerade ist es schon wieder passiert und scheinbar beide Controller, was echt nicht cool ist. Ich hoffe, ich habe jetzt die Xbox komplett neu gestartet. Ich hoffe, jetzt geht's wieder, sonst muss man mal schauen. Okay, weiter geht's. Moment mal, jetzt, wenn wir schon hier im Menü sind, das ist der Skilltree quasi. Okay, lauter so hier und da, hier ein paar Prozent, da ein paar Prozent. Stampfen! Ist das hier Dead Space oder wie? Perfekter Angriff. Okay, ganz viele Fähigkeiten und Stuff. Haben die Bäume irgendwie, sind die thematisch sortiert? Ist das der Schleichbaum? Ne, nicht unbedingt. Bogen. Naja, auf jeden Fall ein ziemlich umfangreicher Skillbaum. Ausrüstungsgegenstände, das ist immer gut. Die Welt. Rügierfüllig. Da geht's los quasi. Oh, und Hürdenflicki. Hürdenflicki ist natürlich schon cool. Quests. Im Questlog kannst du deinen Fortschritt und aktive Quests im Laufe des Abenteuers bla bla bla. Wenn eine Quest verfolgt wird, werden Informationen dazu auf der Karte, auf dem Kompass und so weiter. Ist schon okay. Verstehe ich schon. Aber warum geht das Ausrufezeichen nicht weg? Hier, da will ich verfolgen. Okay, jetzt ist es weg. Und der Codex. Finde ich immer schön, wenn Spiele sowas haben. Nutze ich nur leider nie. Es ist wirklich doof. Ich finde das immer total cool und denke mir immer so, ah, irgendwann werde ich das alles durchlesen und es wird total cool. Und letztendlich mache ich es dann oft zumindest leider doch nicht. Aber ja. Grundsätzlich finde ich das schön, dass es hier so Texte gibt zu den Räubern. Die Räuber des 9. Jahrhunderts. Okay. Wie weit kann ich denn jetzt eigentlich mit dem Raben fliegen? Der steuert sich ein bisschen komisch. Ich glaube, solche Moves hat ein echter Rabe nicht drauf. Aber gut, ist ja alles nur Animus und so. So ist es halt in den Genen unserer Echtwelt, unseres Echtweltprotagonisten oder Protagonistin gespeichert quasi. Wer weiß, wie es wirklich war. Ist alles wie ausgestorben. Irgendwann schlage ich das nach und dann hat man das Spiel fast durch. Und es ist alles immer noch ungelesen. Ja, und vor allem wird es dann so viel, ne? Es wird dann, es nimmt so Überhand. Man denkt sich so, oh ja, irgendwann lese ich das und dann will man sich mal hinsetzen und das lesen und dann hat man plötzlich 100 ungelesene Sachen. Bei mir ist es immer so, dass ich am Anfang noch relativ fleißig alles mitlese, aber irgendwann denke ich mir dann so, ah nee, komm, jetzt will ich lieber ein bisschen weiterspielen, das lese ich alles später, bis es dann zu spät ist. Beschleunigen? Ah ja. Schwebemodus. Ah, kann ich quasi stehen bleiben. Aber kann ich auch markieren? Ja, aber nicht so, wie ich jetzt dachte. Aber gut, okay, ich verstehe schon. Rabenpower, wie in Origins so ein bisschen. Nur, dass es da Adlerpower war. Warum haben wir eigentlich Odin Superkräfte? Hat er gerade mir gewinselt? Oh, da ist ein Wolf auf der Jagd nach Bambis. Tja, aber jetzt hat er Angst bekommen. Dann habe ich wohl gestört. Bei der Jagd. So kann es gehen. Finde und rette deine Besatzung. Noch 400 Meter. Dafür, dass die Schritte so klein sind und wir durch einen hohen Schnee laufen, kommen wir schnell vorwärts. 1, 2, 3, mein Gott, hey. 10 Meter unter einer Sekunde. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Naja. Was ist denn das für ein Sonnensymbol? Das war der Schatz, den mein Rabe gefunden hat, ne? Wie komme ich gleich nochmal in den Rabenmodus?
wie... Oh, Punch! Falcon! Punch! Ich weiß nicht, wie der Rabenmodus geht. Ah, nee, schade. Ich wollte gerade sagen, aha! Aber nee. Anscheinend sind die Starttaste und das Touchpad austauschbar. Okay. Ah, Rabenmodus. Okay. Überblicke das Land. Muss ich mit dem Raben die ganzen Aussichtspunkte entdecken, damit die mir oben angezeigt werden? Oder wie ist das hier so? Der wird mir jetzt nicht angezeigt, der Schatz. Wer liegt denn da? Oh, gar keiner. Das sah für mich gerade im Augenwinkel aus irgendeinem Grund voll aus, als wäre dieser Stein eine Person, die da liegt. Naja. Vielleicht war es mal eine Person vor vielen, vielen Milliarden Jahren. Ein Zeitreisender Space Alien. Oder so. Und der ist versteinert mittlerweile. Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Da, du alter Hund. Du lebst. Oh ja. Hab mich vom Schwertkorps weggeschlichen. Was ist mit dir? Kyutvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwalsnäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie, du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Ich dachte schon, das ist ein Kampfstil, dass der das Doppelschild beherrscht wie kein anderer. Schildi Mac Doppelschildington. Fände ich lustig. Naja, jetzt habe ich ein Schild, ne? Das können wir jetzt ausrüsten, wenn es nicht eh automatisch ausgerüstet ist. Waffen, Haupthand, Großteil des Schadens, Kampfstil, Defensiv, Nebenhand. Ja, es ist nicht mein erstes Rodeo. Ist schon gut. So. So ist das immer. Dann überspringe ich alles, weil ich mir denke, ja, 90% der Informationen sind mir klar. Ha. Aber dann fehlen mir doch die 10% und dann kenne ich mich manchmal nicht mehr aus. Aber gut. Bis jetzt alles in Ordnung. Oh, naja, gut. Okay, genau. Das ist ein bisschen Dark Souls, ne? Die Schultertaste zur passenden Hand. Nur hier haben wir Pfeil und Bogen. Ich soll schon wieder meinen Raben rufen. Aber warum eigentlich? Können mich die Gegner sehen? Und wenn ja, na und? Finden die das komisch, wenn die einen Raben rumfliegen sehen? Oder... denken die sich dann, ein Rabe, wahrscheinlich ein feindlicher Spion. Sind wir hier in Mittelerde? Wahrscheinlich nicht, ne? Insofern ist mir der Rabe jetzt gerade wurscht. Wir gehen jetzt einfach rein und hauen alle. Los geht's. Die Krieger krauchen durch Irrwalsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Dann gehen wir durch das Haupttor. Recht hast du, guter Vorschlag. Und tot. Das wird lustig. Zum Glück ist Assassin's Creed nicht Witcher, was den Fallschaden angeht. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Ein böser Bube. Was macht denn der? Der schnitzt was. Es muss doch einen Stealth-Kill geben. Ich weiß nur nicht wie. Aber die können mir doch nicht erzählen, dass es keinen Stealth-Kill gibt. Das war irgendwie schön, wie ich den Zaun kaputt gemacht habe, ne? Gefällt mir. Plündern. 7 Silber. 4 Silber.
lernst du in der Story erst. Ah, okay. Das irritiert mich immer bei Spielen, wenn so Mechaniken, die irgendwie selbstverständlich da sein müssten, jeder weiß, dass diese Mechanik da ist, wenn die dann irgendwie noch am Anfang versteckt wird. Das irritiert mich oft total. Ich finde das auch immer blöd, wenn so selbstverständliche Skills hinter irgendwelchen Skillbäumen versteckt sind. Aber das machen viele Spiele gerne. Ist ja auch logisch, ist ja auch eine gute Progressionsmechanik, aber trotzdem denke ich mir immer, warum kann ich das nicht? Und dann, ne, lernt man es doch noch irgendwie. Sie hat doch gerade gesagt, auf dem Dach sollte es eine Öffnung geben. Lügnerin! Hier, gehen wir durchs Fenster. Hey, aber ich muss sagen, das macht mir jetzt schon Spaß. Das finde ich jetzt schon cool. Mal schauen, wo das noch hinführt. Aber grundsätzlich hat das alle Zutaten bis jetzt, die man braucht, um ein echt unterhaltsames Spiel zu sein. Meinte sie hier auf dem Dach wahrscheinlich, ne? Sie hat nicht über die Schatzhütte geredet, sondern über die Befreien-wir-meine-Leute-Hütte. Ich verstehe schon. So, aber jetzt pass auf, wenn ich jetzt unseren Raben nochmal fliegen lasse. Wenn jetzt irgendwas Interessantes hier in der Siedlung noch wäre, würde mir mein Rabe das sagen, ne? Hier ist sogar was. Ich mache jetzt hier mal eine Markierung. Ich will das mal testen. Da hat was dezent geleuchtet noch. Hier ist das Missionsziel. Will ich mir jetzt mal kurz anschauen. Gehen wir nochmal runter. Da oben auf dem Zaun finden sie uns nie. Okay, den Ausweichknopf muss ich auch noch finden. Kampf vorbei. Kein Loot. Kein Loot. Ne, okay, kein Loot. Schade. Ah ja, guck, tatsächlich. Der Rabe kann Schätze quasi riechen. Der spürt die Schätze. Finde ich gut. Ein Schatzdetektor-Rabe. Was will man mehr? So, gehen wir durch den Kamin. Daher kommt dieser Weihnachtsmann-Mythos. Ach, schade. Das ist kein Kamin. Aus den Legenden, wie unsere Protagonistin durch den Kamin gekommen ist und alle gerettet hat, wurde dann über die Jahrhunderte schon langsam der Weihnachtsmann-Mythos draus. Wir bringen auch schöne Geschenke für unsere Feinde. Den Tod. Aber können wir nicht da vielleicht doch rein? Ah ja, guck, tatsächlich. Kamine waren damals noch irgendwie anders. Wenn du dich weiter so findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Ja. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Arsch. Wahrscheinlich kann ich auch noch kein Stealth von der Decke killen und sowas, ne? Naja, das kommt schon noch. Okay. Na komm, hangel dich runter, genau.
Feigling! Binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand! Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Ich schick dich direkt zu Hel. Ah ja, so weicht man aus. Na dann. Knie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Du bist ganz schön lahmarschig. Oh, oh, keine Ausdauer mehr. Es ist wirklich ein bisschen Dark Soulig, ne? Ausdauersystem, harter Angriff, leichter Angriff. Bin ich immer noch geduckt? Nee. Ausdauer. Ausdauer wird verbraucht, wenn du ausweichst oder Angriffe fehlschlagen. Ach so, nur wenn meine Angriffe fehlschlagen. Wirklich? Ist die ganz verbraucht, kannst du nichts mehr ausweichen oder blocken. Stimmt, blocken könnte ich auch, ne? Bla 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 bla. Aber der erste Boss hier... Oh, ich wollte gerade sagen, ist ein ziemlicher Loser. Und plötzlich wirft er seine Axt nach mir. Damit habe ich nicht gerechnet. Dabei habe ich echt genug... Halala gespielt. Ah! Todes Kombo. Genug, Walls of Halala. Ich habe die Ausweichtaste vergessen. So, jetzt. Heilen kann ich mich auch nicht mehr. Dammit. Tja. Das habe ich jetzt davon. Von meinem Hochmut. Uh-oh. Fatality. Und so endet die Geschichte. Der Animus. Gibt's eigentlich noch sowas wie eine übergreifende Realzeitgeschichte? Ich fand die eigentlich im ersten Teil zumindest noch ganz cool. So. Aber jetzt bin ich vorbereitet und kenne die Mechaniken und die Steuerung. Beinahe hätte mich trotzdem getroffen. Dammit. Ja, ja. Hui, das war knapp. Ich verstehe, mit leichten Angriffen fülle ich meine Ausdauer sogar wieder auf. Interessant. Ich muss echt aufpassen, Mensch. Okay. Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, schonst du meinen Clan? Nein. Nein, Varin. Nein, Varin! Nimm deine Axt! Tötet sie alle! Nein!
Okay, Verzeihung. War kurz abgelenkt. So, wo sind wir stehen geblieben? Halluzinationen, sehr gut. Durch Ehre gebunden. Yggdrasil. Eivor, was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh, ja, natürlich. Haben wir irgendwie so eine Psychose, unsere Figur? Das fände ich interessant. So, Gefangener befreien. Hier, ich nehme deine Fesseln einfach und steck sie in meine Hosentasche. Zieh die einfach runter. Du warst ehrlich gesagt nicht sehr gut gefesselt. Ach, ich bin dir zu Dank verpflichtet. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Aber erst laufen wir alle wie aufgeregte Hühner hier durch den Saal. Los, alle miteinander. Wir trampeln hier alles nieder. Okay, jetzt gehen wir. Attacke! Au. Die hauen aber, die machen echt Schaden. Unerwartet für so Standardgegner. Finde ich gut. Oh. Ach, der ist ein Gegner. Oh Mann, ich dachte, der gehört zu mir. Darin war ich nie gut. Früher, damals auf den LAN-Partys wurde auch öfter Counter-Strike gespielt. Ich habe immer meine Teammitglieder erschossen. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Alle haben komische Skimasken auf und sehen blöd aus. Was weiß ich, wer da zu wem gehört. Nein! Ich bin gerade, der hat mich gerade, come on, der hat mich nicht mal berührt. Mit seinem Rundumschlag. Der hat gerade gegen einen ganz anderen Gegner gekämpft. Dammit. Das ist ja gemein. Nicht schlecht. Dieser namenlose NPC hat gleich zwei Kills auf einmal jetzt bekommen, quasi. Hört her. Wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff. Nur, dass die Gefängniszelle irgendwie leer ist diesmal. Meine Gefährten hat sie nicht mehr geladen. Ach, hier seid ihr. Na dann. Kommt mit mir. Warum laufen wir denn eigentlich so geduckt? Ah, das ist ja Assassin's Creed. Ich kann jederzeit in den Schleichmodus wechseln. Gang, wahrscheinlich. Was passiert eigentlich, wenn ich einfach auf so ein Dach klettere und dann von oben mit Pfeil und Bogen runterschieße? Ist das eine... Werfen die dann wieder Steine? Oder ist es wie in den alten Assassin's Creed-Teilen, dass aus irgendeinem Grund jeder einzelne Stadtwachensoldat ein Parkour-Weltmeister ist? Ah, die schießen mit Pfeil und Bogen, ja? Ich schätze, das macht Sinn. Na, warte. Ich sehe schon, das ist so ein ganz schnelles, agiles Kampfsystem, das kann man bestimmt super exploiten. Da kann man bestimmt irgendwie total dämliche Hau-Ausweich-Kombos machen, die dann irgendwie die KI kaputt machen oder sowas in der Art. Das gibt bei solchen Kampfsystemen fast immer. Scheint zu funktionieren. Au, aber dann läuft man dafür wieder in den nächsten Angriff. Crowd Control. So. Der hat Loot. Yes, ein Pfeil. Was ist denn jetzt? Kann denn bitte mal noch wer töten, schnell? Loot. Ach, ich kann meine Pfeile da teilweise wieder rausholen, oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Ah, habt ihr das gesehen? Ich kann die mit Pfeilen kurz ins Wanken bringen und dann so finishen quasi. Ups, das wollte ich nicht. Bitte schön, hier. Leg dich wieder hin. Die schaffen sich zu viert mit einem von dem fertig zu werden. Was ist denn mit denen los? Ein Ausrufezeichen da drin? Hä? Ach so, wiederbeleben. Was ist mit dir hier drin passiert? Komisch, komisch. Ich bin mir nicht sicher, aber dir auch, falls wir uns noch nicht gelesen haben oder gehört haben seitdem. Hier ist ein gelber Punkt auf meiner Karte. Das ist ein Schatz, ne? Ja gut, jetzt bleiben wir erstmal hier bei der Hauptstory, würde ich sagen. Mein Gott, Leute, das gibt's doch nicht. Muss man eigentlich alles selber machen? Ah! Na, schau, das hat er sich nicht zweimal sagen lassen. Gut gemacht. Ich krieg trotzdem den Loot. Zerbrochene Rüstung. Das klingt besser als unser Lederfetzen, den wir jetzt anhaben, ne? Rabenclan-Rüstung. Mit mehr... Kann ich irgendwo wissen? Die Vergleichtaste. Ja. Ja. Weniger... Livid. Lustige Widder und schüchterne Widder. Linker Widerstand, leichter Widerstand, starker Widerstand, ne? Wahrscheinlich. Irgendwie so. Ziehen wir an. So. Und eine Mütze. Der Rabenmantel vom Rabenclan. Ah, jetzt haben wir Rabenclan Set Boni. Je geringer deine Gesundheit, desto erhöht sich der Wert, desto mehr erhöht sich der Wert für Rüstung. Und wir haben außerdem eine neue Axt. Die ist ein bisschen langsamer, aber stärker. Betäubt besser. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Tempo wird nach jedem Treffer erhöht, maximal 10-mal. Kann ich eigentlich auch zwei Äxte ausrüsten? Ich hoffe doch mal. Oh yeah! Nix Schild. Leute, kaputt hauen. Die sind relativ ausweichen. Ausweichen ist aber dann bei den... Das sind jetzt die neue. So, okay. Und jetzt sehen wir aus wie einer von dem bösen Clan. Und werden wahrscheinlich sofort von unseren Freunden getötet. Oder sehen wir jetzt aus wie einer von unserem Clan? Sind wir der Rabenclan? Wo habe ich dann die Klamotten her? Ich verstehe gar nichts mehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt zwei Äxte und kann sie jetzt nicht mehr testen. Aber eine Axt ist dann nur die Parier-Axt. Okay, aber man macht trotzdem einen Doppel-Axt-Angriff. Finde ich gut, finde ich gut. Nehmen wir. Okay. Rabenclan, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Los geht's. Oh oh. Doppelaxe Power. Doppelaxe Power. Das war schon cool. Das ist so bescheuert, wie man die durch die Gegend haut. Das sind irgendwie, glaube ich, eher so Putschi-Fäuste und keine Äxte, die ich hier habe. Nichts, was schneidet, sondern was mit unglaublichem Rückstoß. Eigentlich müsste, glaube ich, meine Hand und mein kompletter Unterarm zerbröseln, wenn es die Gegner so wegschleudert. Aber okay. Es macht auf jeden Fall Spaß. Schönes Trefferfeedback auf jeden Fall. Kann man nichts sagen. Holy! Holy head roll. Ich weite dich aus. Ich finde das echt immer wieder lustig. Sehr schön.
Das gefällt mir jetzt schon. Ich glaube, ich werde mich eher auf schwere Waffen spezialisieren, wenn die Gegner so durch die Gegend geschleudert werden. Das gefällt mir. Double Kill! Schön. Ah, steht er von allein auf. Gut. Also, NPC-Begleiter können nicht sterben. Das ist auch schon mal gut. Die können nur kurz irgendwie ein bisschen ohnmächtig werden. Und dann sagen, ich kann nicht mehr alleine aufstehen irgendwie. Ich bin ganz blöd hingefallen. Und wenn man ihnen dann die Hand gibt, dann geht's wieder. Mein Stiefel ist im Schnee stecken geblieben. Im Kampf. Nanu, warum sind da 100 Leute schon drin? Wartet ihr schon die ganze Zeit hier mit eurem Boot auf uns? Ich verstehe gar nichts mehr. Los geht's. Fluss folgen. Zum Questziel gehen. Kann ich das dann gleich überspringen oder wie? Aber wir können auch eine filmische Kamera aktivieren. Die Ruderbootkamera. Ist aber schon ein ordentliches Turbo-Ruderboot, oder? Vor allem rudert keiner. Wie? Unser magisches Zauberboot. Tja, wer braucht Ruder? Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Wenn er so ein Zauberboot hat. In jedem freien Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Okay, warte mal. Ach, wir haben ein Segel und anscheinend sehr starken Wind, der aber den Schnee nicht beeinflusst, sondern nur unser Boot. Na dann, na dann. Hallo! Ah, dammit. Ich dachte, wenn ich ihn hart schlage, vielleicht kann ich seinen Angriff abbrechen quasi. Aber nicht wirklich. Autsch. Wo sind eigentlich meine Freunde? Aber ist schon okay. Ich glaube, ich habe das Kampfsystem einigermaßen durchschaut. Komm schon ganz gut klar, glaube ich. Man kann auch netterweise anscheinend seine Angriffe zu jedem Zeitpunkt abbrechen mit der Ausweichtaste. Das macht's relativ angenehm. Cool, cool. Ein neuer Bogen. Ja. Das Kämpfen ist gar nicht so schlecht. Das ist ganz nett. Ach so, nee, das war anscheinend kein benutzbarer Bogen. Oder so. Keine Ahnung. Earth Freedom! Danke fürs Abonnieren! Voll cool. Voll nett von dir. Im zweiten fortlaufenden Monat. Coolio. Dankeschön. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, ich wollte denen ihre Schätze klauen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich werde das Spiel relativ offensiv spielen, so wie es aussieht. Nix schleichen. Nix Stealth Kill. Einfach reingehen und alle mit meinen zwei Äxten oder später vielleicht auch gerne einer zweihändigen Riesenaxt weghauen. Und dann looten.
Eigentlich der perfekte Gameplay-Loop. Was will man mehr? Ah ja, guck, eine zweihändige Axt, da haben wir sie schon. Warum nicht? Probieren wir die mal, ne? Macht vielleicht sogar noch mehr Schaden als die beiden kleinen Äxte. Mal schauen. Eher Bloodborne als Dark Souls, genau. Nix kontern. Stimmt eigentlich, kann ich parieren? Ich könnte auch mit der Axt parieren. Nix da. Hier. Bam. Ach, du bist ein Feind. Ach, das trifft sich ja gut. Funktioniert ganz gut. Und ich mag diese Gegnerphysik. Ich mag das, dass die beim letzten Schlag zu federleichten Ragdolls werden. Federleicht nicht. So wie so ein Sack Kartoffeln oder sowas. So ein paar Kilo. Das gefällt mir. Finde ich schön. Gutes Trefferfeedback ist immer gut. Darf auch ruhig dann ein bisschen übertrieben und unrealistisch sein, aber dafür ist der Effekt dann wuchtig. Schön. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich war ja hier nur kurz, ne? Jetzt haben wir eine Zweihand-Axt, nicht schlecht. Hauptsache wuchtig, genau. So, Leute, ich hätte übrigens eigentlich gedacht, dass wir da jetzt gemeinsam irgendwie, aber hey, ist schon okay. Bleibt einfach, ne, tut euch... Hey, wir haben Ruder! Wo habt ihr denn die her? Das ist ja schön. Folgen wir der Küste. Besser müssen wir rudern. Folgen wir nochmal der Küste. Jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Gut gemacht. Meine Güte, unser Zielpunkt ist aber weit weg, Leute. Aber theoretisch können wir uns jetzt schon frei bewegen, ne? Wir können jetzt machen, was wir wollen. Wo ist denn unser Zielpunkt? Wird mir der hier gar nicht angezeigt. Oder ist der so weit weg? Ah, da hinten. Da, ja. Oh, komm. Nee, komm. Ist egal. Rudern wir hin und wenn uns zufällig was über den Weg läuft. Aber man muss jetzt... Jetzt machen wir mal die Hauptstory weiter. Ich glaube, das macht Sinn. Überrascht dich das? Ihr seht, dass hier überall steile Felsklippen sind und so, oder Leute? Ihr kümmert euch darum. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur acht, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Dass wir immer Rückenwind haben, ne? Faszinierend. Oh, das Segel wurde sogar gerade ein bisschen justiert. Okay, alles klar. Ich nehme es zurück. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nie Gegenwind haben, egal wo wir hinsegeln, aber okay, passt schon. Wollen wir mal nicht so sein. Dieser Unschärfeffekt, ne? Ich finde auch, ich frage mich, ob der technisch notwendig war, gerade auf den älteren Konsolen, damit das Spiel heimlich schnell laden kann, so die Hintergründe laden kann, während es da die Blende macht. Weil ansonsten, so rein stilistisch, finde ich den jetzt nicht... schön. Oder wichtig. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Kann mir das schon vorstellen. Dass da noch ein paar Haare oder Felle an den NPCs erst schöner dargestellt werden müssen, schnell. Eivor, da! Ist das ein Außenposten? Ein Außenposten! Dem plündern wir. Hallo? Ich glaube, ich muss mal die Kontrolle über mein Boot übernehmen, oder? Ich glaube, da stimmt was nicht sonst. Oder wollten wir gerade umparken irgendwie? Keine Ahnung. So, plündern! Ah, und jetzt kommen die auch mit und so. Ich verstehe. Genau, geht ihr da lang? Ich schleiche mich von hinten an und hau alle mit meiner riesigen Axt kaputt. Hallöchen! Mist, das bleibt doch stehen. Ah, ich hasse das. Rückwärtsgehende NPCs, ich hasse das in jedem Spiel. Warum? Ui, Patzelbaum. Rückwärtssalto eher.
Ich schätze, ich könnte ihn jetzt Fatalityen, oder? Aber habe ich jetzt verpasst. Doppelachs ist ein bisschen langsam, aber macht schon Spaß, finde ich. Komm schon, die mal mit ihren Rundumschlägen und dann kriege ich auch noch eine Ohrfeige mit. Verschwinden wir. Moment mal, wollen wir nicht vorher noch plündern, bevor wir verschwinden? Wir sind hier nicht hergekommen, nur um alle zu töten. Wir sind hergekommen, um im Haupthaus einen prächtigen Schatz zu bergen. Moment mal, hier ist gar kein Schatz. Also zumindest keine Schatzmarkierung. Wo ist überhaupt ein Haupthaus? What? Hier muss es doch was zu holen geben, oder? Sind wir wirklich nur hergekommen, um alle zu töten? Das ist ja lame. Nee, warte mal, hier ist ein Schatz, theoretisch, direkt vor mir. Also doch in dem Haus. Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Die klemmt. Bist du ein Gegner? Nee. Hä? Okay, keine Ahnung. Na dann, schauen wir mal, ob wir wieder oben durch den Kaminschacht oder was auch immer hochkommen, reinkommen. Scheinbar nicht. Oder kann man die Dinge einhauen? Ja! Eivor, jetzt mal kein Blödsinn. Danke. Das war gerade komisch. Wow, auf der Wäscheleine. Wäscheleine, so landen. Nicht schlecht. Versiegelte Tür, bla bla bla. Odin Zicht. Aha. Na dann. Da. Eisenerz und Leder. Und? Verbesserung der Ausrüstung. Was? Hä? Was? Ah, mit meinem Leder kann ich jetzt hier meine Ausrüstung verbessern. Ich verstehe. Ich verstehe. Ausrüstung mehrmals verbessern, um die Grundwerke der Ausrüstung zu steigern. Wenn du deinen Köcher verbesserst, erhöhst du die Anzahl an Pfeile. Wenn du die Mahlzeitbeutel verbesserst, dann nachmals so blablabla. Ich verbessere jetzt mal meine Axt. Ja. Zack. Gut. Aber jetzt weiß ich trotzdem nicht, was eigentlich in dem anderen Beutel war. Helm. Schuhe. Arme. Kapuze. Rüstung. Bogen. Äxte. Nix. Okay. Wahrscheinlich nur noch mehr Plunder. Mehr Upgrade-Plunder. Geld, 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 Geld. Hey, das Spiel hat doch bestimmt auch wieder so eine eigene Basisaufbaumechanik, oder? Weil da bin ich schon gespannt drauf. Da freue ich mich schon drauf. Das mag ich immer gerne. Kann ich die jetzt kaputt hauen? Ah ja, gut. Okay, Leute. Gehen wir wieder. Obwohl hier bestimmt ganz viel Nahrungsmittel und Waffen und was weiß ich was für wichtige Sachen wären. Aber die nehmen wir aus irgendeinem Grund nicht mit. Juhu! Weil ich habe ein bisschen Leder im Haupthaus gefunden. Das muss reichen. So. Sage ich auch immer. Magisches Segelboot. Der Küste folgen. Also dieses Auto, diese Autosegelmechanik, könnte man verbessern. Könnte man noch verbessern. Und los. Oder mache ich was falsch? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich schuld bin oder das Spiel. Ich glaube zumindest an den Küsten sollte ich eher manuell steuern, habe ich das Gefühl.
Man kann und muss seine Basis sogar richtig ausbauen. Das finde ich cool, wirklich. Das gefällt mir. So Mechaniken mag ich. Das finde ich nett. Bei Ubisofts Formel gibt es Unmengen an Verbesserungen potenziell. Ja, da bin ich gespannt drauf. Warum hat uns der Wolf jetzt eigentlich als Kind nicht gefressen, weil dann plötzlich die Raben kamen und mich gerettet haben? Okay. Die Wahrheit. Wir griffen Kyutwis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte es ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Ach so, gibt es viel Potenzial. Verbesserungspotenzial. Das definitiv. Das ist halt das, weil halt Ubisoft immer im jährlichen Rhythmus seine Assassin's Creed oder mittlerweile im zweijährigen Rhythmus, was eine sehr gute Umstellung war. Aber trotzdem, im Zweijahresrhythmus so ein neues Assassin's Creed auf die Beine stellen, ist halt schwierig. Bis dann irgendwann wieder die Formel veraltet oder die Engine veraltet und dann kommt wieder ein katastrophaler Zwischenteil, der wieder furchtbar ist und dann erfinden die sich wieder neu und dann läuft es wieder für ein paar Jahre. Ich glaube, wenn die sich für ihre Spiele ruhig ein, zwei Jahre mehr Zeit nehmen würden, könnten die aus so einem Assassin's Creed Spiel richtig, 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 richtig gute Spiele machen. Ich meine, ne, ist ja immer noch gut, glaube ich, was ich so gehört und gesehen habe. Aber halt kein Meisterwerk. Aber ein guter Blockbuster. Immerhin. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Außer, dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht, obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kyutvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Ah, nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Ja, eine Gunnar. Gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Macht er eine T-Pose. Stimmt etwas nicht? Cool. Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Ja, ich meine, Nintendo ist halt da immer noch ein Sonderfall einfach. Die haben da eine ganz andere Firmenkultur. Sag mal, ist das da oben irgendwie so eine Vogelscheuche oder Trainingspuppe oder T-Pose da wirklich ein NPC? Nee, das sind, glaube ich, irgendwelche Trainingsfiguren, ne? Weil da unten steht auch einer. Auch von der Firmenkultur her ist bei denen ja vieles anscheinend ganz anders. Ja, das sind so Stroh-Trainingspuppen. Okay, ich nehme es zurück, passt schon. Die haben ja anscheinend auch immer super viele Projekte parallel am Laufen, von denen dann viele auch einfach gar nicht umgesetzt werden oder weiterentwickelt werden oder umgewandelt werden. Da ist es ja nicht unbedingt so, dass man sagt, okay, jetzt wird das Spiel gemacht und fertig. Und dann wird es rausgehauen und Schluss. Sondern da wird viel rumexperimentiert. Die
wirtschaften aber auch ganz anders an der Stelle. Die sitzen ja auf unglaublichen Geldern, während andere Firmen wie Ubisoft halt alles investieren, damit ihre Leute durch den Boden stampfen. Ja, ist tiefer Schlamm, ne? Krass, krass tiefer Schlamm. Okay, gut. Und wenn halt dann mal ein Spiel komplett floppt, dann ist die ganze Firma gleich in Gefahr. Sitzt halt Nintendo auf unglaublichen Geldmengen. Da kann man sich das halt eher mal leisten. Dass man bei einem Spiel, das die qualitativen Maßstäbe nicht erfüllt, sagt, nee, okay, veröffentlichen wir doch nicht oder lange nicht oder wie auch immer. So, was machen wir jetzt eigentlich hier? Ich drehe mich im Kreis und jetzt gehen wir zu dem Würfelsymbol. Vielleicht kann man da Glücksspiel machen. Oh Gott, wenn es da so Glücksspiel-Minispiele gibt, lass uns spielen. Dann weiß ich, was wir die nächsten 30 Stunden machen werden. Die Würfel sind noch nicht gefallen. Gut, dann mal los. Dann mal los. Ich bin gut. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Na, wenn es nur so ein Würfelspiel ist, dann schauen wir mal. Aber wenn das jetzt hier Gwent-Ausmaße nimmt, ob das so ein historisch akkurates Spiel ist, dass es so ähnlich vielleicht wirklich gab, sofern man das rekonstruieren kann. Bei so Kleinigkeiten würde es mich immer interessieren. Aber ich finde das nämlich grundsätzlich eher immer ein bisschen problematisch, was Ubisoft da macht. Dass die so einen historischen Kontext nehmen und dann auch im Grunde damit werben, wie historisch das alles ist. Und dann aber ganz viel Fantasy und Blödsinnselemente mit ihrem Templer-Assassinen-Krieg und mit Mythologie und Visionen mit reinbringen und auch so ganz viel kreative Freiheit sich nehmen, finde ich immer problematisch. Da sollte das Spiel ganz klar kommunizieren, was hier dazu erfunden ist und was nicht, und das wird die Immersion stören. Dann sollen sie es einfach lassen. Dann hört auf mit eurem pseudo-historischen Hintergrund, wo alles so akkurat ist. Dann macht gleich ein Fantasy-Ding. Entweder oder. Ich mag das nicht, wenn so unkommentiert hier Realität und Fiktion quasi durchmischt wird. Hat Gwent gesuchtet? Ja, ich auch. Ich habe auch das Standalone-Gwent dann echt lange gespielt. Spielregeln. Urlök ist ein Würfelspiel, bei dem zwei Spieler Göttersegen heraufbeschwören. Okay, der Spieler, der die Gesundheit des Gegners zuerst auf Null senkt, gewinnt. Klingt so ein bisschen wie so ein Magic. So ein 1000 nach Christus Magic. Erste Würfelphase. Spieler werfen ihre Würfel mit verschiedenen Effekten, wie zum Beispiel Angriff, Block oder Wirbel, Zwirbel, Doppelunendlichkeitsmarken, mit den Göttersegen beschworen werden können. Göttersegenphase. Spieler können die Wirbel, Zwirbel, Doppelunendlichkeitsmarken den Göttern opfern, um einen Göttersegen herbeizurufen. Göttersegnungen sind mächtige Effekte, Ausgang einer Runde oder sogar das Spiel beeinflussen können. Ich schätze mal, das werden wir schon sehen, wenn es soweit ist. Auflösungsphase, Würfelzahl. Zahl. Dammit. Ist vielleicht besser so, weil ich wüsste gar nicht, wie es losgeht. Würfelphase. Am Anfang einer Runde würfelt dein Gegner und du abwechselnd. Du kannst bis zu dreimal würfeln. Nach jedem Wurf kannst du entscheiden, welche Würfel du behalten und welche du erneut würfeln willst. Ja dann. Ich hätte jetzt beinahe aufgegeben. Okay. Würfeln. So, jetzt pass auf. Würfelsteine. Die Axt, richte einen Axtschaden an, richte einen Pfeilschaden an. Stiehl dem Gegner eine Wirbel-Zwirbel-Unendlichkeits-Doppelmarkierung. Blocke eine Axt, blocke einen Pfeil. Ach was, das ist ja interessant. Und erhalte Wirbel-Zwirbel-Zaubergöttlichkeit. Oh, könnte das als Legende unten im Eck offen bleiben? Das wäre echt nett. Nee? Na gut, dann schauen wir mal. Der hat jetzt hier Äxte. Zwei Äxte. Ich könnte ihm jetzt hier den Segen klauen, oder? Weil das ist jetzt eh nur ein Block. Der ist mir jetzt eigentlich wurscht. Wenn der Äxte hat, ich brauche gar keinen Pfeilblock quasi. Den können wir nochmal... Nein! Ich wollte nochmal würfeln! Achso, kann ich das machen? Wie würfel ich denn nochmal? Ich dachte, ich darf nochmal würfeln. Hilfe!
Ich weiß nicht, ob ich nochmal würfeln darf. Ich dachte, das stand irgendwo, aber gut, von mir aus. Auf jeden Fall kann ich ihm jetzt doch damit seinen Göttersegen klauen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Bestätigen. Oh oh, ich verstehe überhaupt nicht, was los ist. Ach so, Würfel zum Behalten. Na, man sollte lesen, was da steht. Der ist sehr defensiv. Ich will das Schild behalten, aber alles andere kann ruhig neu gewürfelt werden. Das sind gar keine Göttersegen dabei. Das finde ich nicht gut. Oh, zwei Äxte. Auflösungsphase. So, jetzt kriegen wir ganz schön viel Axtschaden. Ich verstehe, glaube ich, jetzt das Spiel. Ich glaube, das ist ganz cool. In dieser Phase werden die Würfeleffekte der Reihe nach aufgerufen. Jeder Wirbel-Zwirbel-Zauber-Zaubermarkeneffekt. Dings die Schaden. Ich verstehe schon. Schauen wir mal. Man kann sich nicht wehren, dass einem Zauberwirbelzwirblichkeit geklaut wird, oder wie? Ich bin gespannt auf die Göttereffekte, aber würfeln wir mal. Okay, ich bin gehuckt. Kann schon losgehen. Wir behalten auf jeden Fall den hier. Und ansonsten kann es mal nicht schaden, von jeder Schadensart eine Defensive zu behalten. Aber die anderen würfel ich nochmal. Vielleicht kriegen wir Göttersegen. Müssen wir erstmal schauen, was er würfelt. Was er behält vor allem. Er greift mein Schild an und hat auch eine Defensive jeweils. Okay, gut. Dann spiele ich nochmal mein gesegnetes Schild, aber nur wegen dem Segen. Wir kriegen ein bisschen was ab. Oder auch nicht, aber kriegen viel Segen. Okay. Die Segenphase. In dieser Phase kannst du Göttersegen herbeirufen. Jetzt bin ich gespannt. Sie werden nach Priorität heraufbeschworen. Wenn eine Göttersegnung heraufbeschworen wird, wird die Wirbel-Zwirbel-Zauber-Doppel unendlich geopfert und der Segeneffekt freigegeben. Die meisten Göttersegen werden in der Auflösungsphase heraufbeschworen. Bla bla bla. Tipp, falls ein Spieler nicht über ausreichend Wirblichkeit für eine Opfergabe verfügt, wird der Effekt nicht freigegeben. Dies kannst du zu deinem Vorteil nutzen. Was? Eine Göttersegnung zum Heraufbeschwören mit X wählen. Das ist die Marke hier, oder? Sonst nix. Nee, okay. Also. Wir haben nur zwei Göttermarken, aber ich kriege jetzt noch zwei und klau noch eine. Also würde das zumindest gehen. Verursache zweifachen Schaden. Könnten wir nehmen. Oh oh, der hat meine Rüstung geklaut. Das ist aber nicht nett. Au. Na dann. Ich glaube, ich mag das Spiel. So, er klaut mir einen Segen, der Arsch. Und er hat einen Helm. Ich spiele meine Segenkarten definitiv. Würfel, meine ich. Hm. Ich glaube, ich mache hier voll Pfeil-Action. Da soll er erstmal so viel Schilde rauswürfeln. Ha! Ha! Jetzt kriegt er ganz schön was ab. Da, wie viel Siegen habe ich denn? Ich krieg 1, 2, 3, aber einer wird mir geklaut. 4 habe ich. Das heißt, ich kann wenigstens doppelten Schaden auswählen.
Oh yeah! Achso, nicht doppelter Schaden, nur zwei Schaden. Na gut, auch okay. Oh nein, jetzt fährt der Staubsauger los. Ich dachte, ich habe den ausgemacht. Ah, wartet, ich schick den schnell heim. Der ist zu laut sonst. Den habe ich ganz vergessen. Alles heute kommt zusammen. Legion, zurück mit dir. Aufhören. Geh auf deine Basis. So. Würfeln. Legion ist grundsätzlich super. Absolut. Okay. Jetzt hätte ich gern noch ein Schild vielleicht, aber schauen wir mal. Mit Äxte braucht der mir nicht mehr kommen. So viel Segen. Aber der spart seine Segen. Ich glaube, der ist nicht doof. Der spart seine Segen für einen Großangriff. Aber warum kann denn ich eigentlich immer nur Schaden verursachen? Und der kann auch andere Sachen machen. Gibt es doch noch andere Götterfähigkeiten? Verstehe ich was nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich nehme den zwei Schaden. Ich mache jetzt aktuell... Oh, der macht mir aber diesmal viel Schaden. Naja. Los geht's. Oh oh. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Aber ich überlebe noch. Ich meine, ich führe sogar. Ich muss nur noch drei Schaden machen, dann habe ich gewonnen. Das schaffen wir. Nicht schlecht. Jetzt muss ich aber doch ein bisschen defensiv würfeln, vielleicht auch. Ich könnte jetzt auch voll in die Offensive gehen. Kommt darauf an, wer vorher Schaden machen darf. Was passiert denn? Was passiert denn, wenn wir uns beide gegenseitig killen? 1, 2, 3, 4. Ich meine, bis jetzt hat er nicht mal genug Power, um mich zu besiegen. Ich könnte voll... Machen wir eine riesen Axt-Kombo. Dann schauen wir mal. Komm, zack. Okay. Nein, nein, nein. Oh doch. Ganz genau. Er darf anfangen. Mist. Dann habe ich verloren. Das gefällt mir gar nicht. Es sei denn... Warum kann ich keinen defensiven Zauber nehmen oder so? Ich verstehe das nicht. Ich will andere Zauber. Mann, ey. Gemeinheit. Ich habe eh nicht genug Segen. Ah doch, ich klaue noch einen. Es passt genau. Aber trotzdem, voll gemein. Das Spiel ist unfair. Cheater. Nein, warum denn? Ich hätte ihn jetzt so overkillt, ey. Das ist so unfair. Arsch, nochmal. Ah, der nervt mich. Nur weil der die coolen Göttersegen nehmen darf und ich nicht? Ich verstehe das nicht. Der hat aber auch eine andere Marke wie ich. Wie bestimmt er denn seinen Göttersegen? Fragen über Fragen. Ist das vielleicht so, was bringt man am Anfang des Spiels seinen Segen mit? Den kann ich irgendwo festlegen wahrscheinlich. Irgendwie sowas in der Art ist es wahrscheinlich. Oh, warum leuchtet denn der? Habe ich was nicht mitgekriegt? Eine sehr defensive Runde, in der ich viele Segen sammeln werde. Und einen Schaden kriege. Genau, ich habe hier einfach die Schadensegen. Aber gut, sparen wir mal und dann kann ich ihn einfach mit einem Segen weghauen, oder? Nicht ganz, nee. Aber trotzdem. Ich sammle mal meine Segen. Weil ich kriege jetzt eh ziemlich viel in der Runde.
Oh yeah. Ein Stapel sind immer vier, ne? Okay, cool. Nee, warte mal, fünf. Noch besser. Ein Schild. Cooles Minispiel. Ist ein nettes Minispiel. Ist wirklich nett. Nicht weltbewegend, aber kann man machen. So, ich gehe aufs Ganze. Er weiß auch noch nicht so recht, was er machen soll. Lassen wir den Zufall entscheiden, würde ich sagen, alle beide. Na? Aber dafür habe ich jetzt dann gleich so viele Segen. Ich werde den so wegzaubern. Ich könnte jetzt schon einen 8-Schaden-Segen machen eigentlich. Anscheinend. Ich habe jetzt hier quasi 5, 6, 7... Ich habe schon 8. Und kriege jetzt nochmal 4 dazu. Ja, dann machen wir das. Ja! Yeah. Was machst du jetzt? Moment mal. Da habe ich mich jetzt wohl verzählt. Dann ist ein Stapel doch nur 4. Kann das sein? Ich kenne mich nicht mehr aus. Ist auch egal. Wir haben ihn ganz schön kaputt gemacht. So, jetzt schauen wir mal. Die beiden behalten wir natürlich auf jeden Fall. Aber jetzt brauche ich Schilde, damit ich seine Pfeile einfach abwehre. Das sollte reichen. Schade. Ich würfel nochmal. Komm, Würfel, Schilde oder Pfeile. Ja, Pfeile sind auch gut. Pfeile nehmen wir auch. Jetzt lass mich kurz rechnen. Wir kriegen jetzt wieder 4, 5 Segen. Und ich mache 2 Schaden. Reicht nicht ganz, dann spare ich die Segen nochmal eine Runde. Okay. Sind doch 5. Warum habe ich denn dann gerade so viel mal so viel Segen verbraucht? Ach so, weil der unterste 12 kostet und nicht 8. Der macht 8 Schaden. Okay, ich kann jetzt quasi vollkommen defensiv spielen im Grunde. Weil meine Segen reichen, damit ich meine 4 Schaden mache und dann ist er besiegt. Das heißt, ich nehme das defensive Schild. Nehme aber auch vorsichtshalber das, falls der mir den Segen klauen will. Aber alles andere offensive würfel ich neu. Das machen wir jetzt rein über den Segen. Ah, ich krieg nichts Defensives, Mann. Ich habe zum Glück genug HP. So viel wird er mir jetzt nicht weghauen. Ah, come on. Das ist unnötig. Na, passt schon. Der klaut mir echt noch viel Segen, der Arsch. Gut, dass ich nochmal hier Segen-Police gespielt habe. So, ich will jetzt nicht nachrechnen. Nehmen wir einfach den Vierer. Ach, der Vierer? Doch, der Vierer reicht. Passt schon. Alles gut. Gleich habe ich dich besiegt. Ja, das stimmt. Ich werde immer besser. Das darf nicht wahr sein. Ich fordere dich nochmal heraus. Okay, wir müssen noch einmal spielen. Es hilft nichts, weil einmal hat er gewonnen, einmal habe ich gewonnen. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt kommt das Finale. Und guck mal hier ganz genau. Hier kann ich jetzt meine Segen einstellen. Ich verstehe. Ich kann sogar 2 gleichzeitig einstellen. Weil ich gegen ihn gewonnen habe, habe ich seinen Segen gewonnen. Das mag ich. Das mag ich. Jetzt kann ich entweder seine Helme deaktivieren oder einfach direkt Schaden zufügen. Mal kurz schauen, ob das überhaupt Sinn macht.
Weil wenn ich ihm indirekt Schaden zufügen kann, warum sollte ich dann seine Helme deaktivieren? Aber schauen wir mal. Gut. Eine groß angelegte Siegenklau-Attacke startet der auf mich. Ein bisschen kann ich zurückklauen, aber das ist schon gemein. Dafür kann ich alles blocken, was er mir sonst so entgegenwirft. Ah, die sind billiger. Da kann ich potenziell wirklich viel mehr Schaden mit weniger Segen anrichten. Das ist schon ganz cool. Jetzt wartet mal kurz. Ich spawne in dieser Runde 5 Segen. Mir werden 2 geklaut, einen klaue ich zurück. Also theoretisch könnte ich jetzt zum Beispiel Helme, 2 Helme oder sogar mehr Helme deaktivieren, aber ist gar nicht notwendig. Aber gut zu wissen. Okay, cool. Weiter. Das ist ein wirklich, wirklich nettes Minispiel. Macht Spaß. Im Grunde wäre ein Angriff mit viel Äxten gar nicht blöd. Ich kriege nur leider nie gesegnete Äxte, aber ich glaube, in dem Fall haue ich jetzt mal Äxte raus. Und mit unserem neuen Segen können wir uns ziemlich darauf spezialisieren, super krassen Axtschaden zu machen. Aber in dem Fall hat der so viel Helme, dass es ein bisschen krass ist. Aber ich könnte jetzt theoretisch bei ihm quasi relativ billig 2 Helme deaktivieren. Das ist voll gemein. Der Segen ist voll mächtig. Der hat jetzt sogar noch einen Helm, aber der zählt nicht. Das ist wirklich voll mies. Ziemlich gut. Ziemlich gut. Ach, doch, der Helm zählt doch. Okay. Dann ist er nicht ganz so mächtig. Der Segen aber trotzdem ziemlich günstig und effektiv. Ich muss nur Axtpower, voll auf Axtpower gehen. Damn it. Der geht auch ziemlich auf Axtpower. Aua. Das wird schmerzhaft. Meine Güte. Hat der viele Äxte. Na gut, der klaut mir aber keinen Segen. Und ich habe jetzt 5, 6, 7, 8. Ich mache 3 Schaden. Nee, das spare ich. Dann nehmen wir jetzt die Runde in Kauf. Die wird schmerzhaft. Aber dann sind wir gut aufgestellt. Dann haben wir nämlich Göttersegen ohne Ende. Damn it. Warum nimmt denn der seine Segenwürfel nicht, als ob er absichtlich schlecht spielt? Nervt mich jetzt schon. Spiel ordentlich, NPC. Wehe, du lässt mich hier gewinnen. Seltsam. Okay, da hat er zum Schluss nochmal Würfelglück gehabt. Okay. Dann, er klaut mir einen Segen. Vorsicht, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, oh, aber er klaut mir einen. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich nochmal nachzählen, damit ich mich nicht vertue. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau, ein klaut er mir, der Arsch. Ich mache grundsätzlich 3 Schaden und könnte 5 zufügen. Ja, egal. Machen wir. Dann haben wir es nächste Runde wahrscheinlich relativ leicht. Ja, Katze, was denn? Die Runde geht an mich. Gib einfach auf.
So, jetzt müssen wir nur noch einen Schaden machen und wir haben noch sehr viel Lebensenergie als Puffer. Das heißt, ich spiele jetzt einfach voll, einfach nur die offensiven Steine und dann ist das gleich erledigt. Theoretisch könnte ich auch, oder mit Siegen, theoretisch, eventuell, könnte ich auch noch einen coolen Zauber machen. Auf Nummer sicher gehen. Doppelt gemoppelt. Trippel gewippel. Na gut, ich glaube, ich habe schon gewonnen. Ich habe ziemlich sicher gewonnen. Aber, um die Schmach noch größer zu machen, spiele ich nochmal einen Schadenszauber. So. Das darf nicht wahr sein. Ich fordere dich noch mal. Nein, jetzt ist Schluss. Ich habe 2 von 3 gewonnen. Jetzt muss gut sein. Das ist genug, Orlyk, für heute. Also wirklich, Orlyk. Jetzt reiß dich mal zusammen. Na dann, gehen wir mal zu dem Dialog da. Ist das eine Nebenquest oder wirklich nur ein Dialog? Wir finden es raus. Ach, wen haben wir denn da? Sag ich dir nicht. Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Ein rascher Spottstreit. Wenn ich wüsste, was das genau ist. Ist das so eine Art Wortduell? Ein Spottstreit? Dass ich sage, hey, deine Mama ist so fett, die sollte sich echt mehr bewegen. Und dann sagt er so, das stimmt wahrscheinlich, wäre gesünder. Und so in der Art dann. Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. Stimmt quasi wirklich. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Wir machen wirklich quasi hier ein Diss-Duell. Ja, er hat Gefecht gesagt, dann nehme ich einfach das, was sich reimt, ohne es überhaupt wirklich zu lesen. Das dürfte funktionieren. Unterweist du mich? Geht's meinem Herausforderer schlecht? Nein. Der Reim ist gut, aber zu viele Worte stören das Versmaß. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Spuck ich dir ins Gesicht und zerbrech deine Stirn. Mach ich bald einen Teller mit dir aus deiner Stirn. Was? Dann sag ich, heiße Luft verbeult dir deine Stirn. Ah, eine gute Antwort. Ich hab dich dumm genannt und du hast es zurückgegeben. Du hast mein Thema, Verstand, aufgegriffen. Wenn dir mehrere passende Erwiderungen einfallen, nimm die, die inhaltlich am besten passt. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Ist es Monkey Island? Erwarte ich, wie es dir dann ergeht. Ist Assassin's Creed Valhalla offiziell ein Monkey Island Prequel? Was hat er gesagt? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht zugehört. Hier. Meine Gegner vom Reim und vom Witzsturm verweht. Makellos, ja. Makellos geraten. Diese Antwort hättest du mich besiegt. Du zankst voller Können, vortrefflich gemacht. Gekonnt schwingst du Axt und auch Wort in der Schlacht. Danke, Alvis. Diese Lehrstunde merke ich mir. Aha, also Elvis, der Spottkünstler, hat uns jetzt gelernt, wie man ordentlich Reim streitet. Ich meine, warum nicht? Gibt es keinen, der mit mir aufnehmen will? So, was haben wir hier? Hallo, Thekla. Was brauchst du? Die alte Thekla. Alvis sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Gib mir dein Gebräu und ich schütze den Magen. Oder sind wir schon nicht mehr im Spott-Battle? Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, Wett trinken.
Ragnarok fisk. Muss es nur im Gelben sein oder gibt es da noch irgendwie... Wird schon hinhauen. Oh nein! Sabber nicht so. Als ob beim Wetttrinken das Wichtigste wäre. Oh da, ich muss mich auch noch. Ah, oh, cool. Dass man im richtigen Rhythmus schluckt. Bekloppt. Finde ich gut. Ja. Aber dass man dann so zu wanken anfängt, finde ich lustig. Das ist mal ein bescheuertes Minispiel. Das gefällt mir. Da habe ich mich glatt verschluckt. Na komm schon jetzt. Nein. Was ist denn los? Puh, das wurde jetzt am Schluss doch noch ziemlich knapp. Wie bei Odin ist Med mein Lebenssaft. Gut getrunken. Gut gemacht. Gut getrunken gemacht. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Was heißt denn, ich habe dich gerade unter den Tisch getrunken. Hä? Die Mission ist immer noch da? Hallo Thekla. Was brauchst du? Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Das haben wir doch schon gemacht. Ha! Nicht so leicht wie die Axt zu schwingen, wa? Hä? Sollte das Symbol jetzt nicht abgehakt sein? Na gut, von mir aus machen wir es nochmal schnell. Vielleicht, ne, keine Ahnung. Was brauchst du? Aller guten Dinge sind zwei oder so. Schauen wir mal. Ja, los jetzt. Halt die Klappe. Machen wir das nochmal. Bin ich zu schnell weggegangen oder so? Hätte ich den Dialog abwarten müssen. Ah, komm schon. Lebenssaft. Gut getrunken. Gut gemacht. Gut getrunken gemacht. Nee, und jetzt steht sie wieder hier und beschwert sich. Na dann, halt nicht. Keinen, der's mit mir aufnehmen will? Entweder ist die Quest kaputt oder irgendwas ist sehr seltsam an der Frau. So, dann stolpern wir mal irgendwie hier in das Haus. Weil da ist noch irgendwas. Guten Tag. Guten Tag. Laden. So, so, Händler. Hallo, Gegenstände. Haufen. Das habe ich auf jeden Fall da. Eisenerz, leichte Pfeile, Raubtierpfeile, Mahlzeitpfeile, Jagdpfeile und Lederpfeile. Ist das aller Plunder verkaufen? Genau. Ja, Plunder verkaufen. Cool. Sonst brauche ich, glaube ich, nichts. Nun muss ich gehen. Auf bald. Was für ein natürlicher Dialog hier entstanden ist. Wie bei Händler so oft in Videospielen. Sonst noch was? Jetzt muss ich gehen. Auf bald. Genau so ein alltägliches Gespräch, ne, wie man sie überall hören kann. Gudmund, es scheint, dein Schiff ist wie eine von Holmgers Geschichten. Nie ganz fertig. Bring mir etwas gutes Holz und es ist in einer Woche fertig. Aber Styrbjörn will mir keins schenken. In Öchwalds Nes gab es wenig zu holen, aber wenn ich etwas finde, gehört es dir.